Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute ist unser Thema wieder Straddles versus Strangles. In einem der letzten Videos haben wir schon geklärt, was ist der Unterschied zwischen einem Long Straddle und einem Short Straddle. Und heute wollen wir uns mal anschauen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Short Strangle und einem Short Straddle. Und das gibt's jetzt im Video. Das Bild hier kennt ihr noch vom letzten Mal. Da haben wir den Unterschied gemacht zwischen den gekauften Optionen, also dem Long Straddle. Wir kaufen den Call und den Put am Geld. Und dem verkauften, also dem Short Straddle. Wir verkaufen den Call und den Put am Geld. Und da haben wir ja diese unterschiedlichen Auszahlungsprofile. Und heute wollen wir uns mal anschauen, wie ist es denn, wenn wir einen Short Strangle haben. Ein Short Strangle. Das ist ja das, was die meisten von euch wahrscheinlich auch schon mal gehandelt haben. Nämlich, dass man sagt, okay, ich habe hier einen Preis und erwarte eigentlich eine Seitwärtsbewegung, dass der Preis sich in einer bestimmten Range aufhält. Das heißt, ich verkaufe hier in einem bestimmten Abstand vom aktuellen Preis einen Call und einen Put. Und das, wenn man das gleichzeitig macht, dann nennt man das Ganze optionstechnisch einen Short Strangle. Wo wählt man jetzt genau die? Gibt es natürlich viele verschiedene Varianten. Wir beispielsweise handeln sehr oft bei Future-Optionen eher so ein Delta 10. Bei Aktienoptionen, bei ETF-Optionen nutzen wir sehr viel Standardabweichung. Das heißt, wir verkaufen beispielsweise an der ersten Standardabweichung, was dann in der Regel so ein Delta 16 in etwa entspricht. Ich habe mir mal für unser Beispiel, was wir heute hier jetzt durchgehen werden, mal eine Delta C oder Delta 10 Optionen angeschaut, damit wir das einfach gut vergleichen können. Ihr wisst, wenn wir näher an den Preis herangehen, bekommen wir mehr Geld, gehen wir weiter weg, bekommen wir weniger Geld. So, und jetzt schauen wir uns mal an einem konkreten Beispiel, wie sieht das Ganze aus. Also, ich habe folgende Ausgangslage, und zwar, wir haben den SPX, den S&P 500. Ich habe einfach mal Indexoptionen auf den S&P 500 genommen. Und der ist heute bei 2913. Wir verkaufen bei einem Short Strangle natürlich hier nicht at the money, sondern hier Delta 10, wir verkaufen Delta 10 Optionen mit einer Restlaufzeit von 49 Tagen. So, und wie sieht das Ganze aus? In dem Beispiel mit 49 Tagen Restlaufzeit, das heißt, ich habe einfach einen Standardverfall genommen, dann hätten wir am Delta 10 einen 2710er Put, der uns 9,65 Dollar bringen würde, und einen 3025er Call, der uns 4,25 Dollar bringen würde. Alles zusammen ein Credit, eine Prämieneinnahme von 13,90 Dollar, das heißt 1390 Dollar vor Gebühren. Was hier schon ganz klar auffällt, da seht ihr, der Put kostet mehr als das Doppelte des Calls. Das ist dieser sogenannte Skew, also die Schiefe der Optionspreise, weil man halt irgendwann mal realisiert hat, dass natürlich die Absicherung auf der Unterseite viel sinnvoller ist als auf der Oberseite. Deswegen kaufen viel mehr Leute Absicherungen nach unten und deswegen sind die Preise dort auch deutlich höher. So, also nochmal 2710er Put, 3025er Call, zusammen 13,90 Dollar. Wie sieht das Ganze jetzt aus, wenn wir sagen, hey, lass uns doch mal anstatt dieses Short Strangles einen Short Straddle mit At the Money Optionen aufsetzen. Wie sieht das Ganze dann aus? Gleiche Ausgangslage, S&P bei 2913, diesmal At the Money Optionen mit 49 Tagen Restlaufzeit. Und ihr seht jetzt hier, wir hätten sowohl einen 2915er Put als auch einen 2015er Call genommen. Wir hätten auch einen 10er nehmen können, das spielt jetzt keine Rolle. Aber gleicher Strike. Und da seht ihr hier schon mal eins. Erstens, die Prämien sind viel höher. 42,25 Dollar, 40,75. Das heißt, wir nehmen insgesamt 83 Dollar ein, 8.300 Dollar. Aber ihr seht auch hier, dass der Unterschied zwischen dem Put und dem Call natürlich nicht so groß ist. Ganz klar, weil die natürlich am Geld sind. Und hier natürlich die Deltas auch ganz anders sind. Und es ist auch noch so, der Put ist ein bisschen teurer, weil er ja sogar im Geld ist. Ne? Da ist sogar noch 2 Punkte im Geld. So. Jetzt vergleichen wir das Ganze mal, okay? Also, wie schaut das Ganze jetzt aus? Short Strangle, fangen wir mit dem an. 2710er Put und hier Short Straddle, 2915er Put.
Calls 3025 versus 2915 macht eine Prämieneinnahme von $1,390 für den Strangle und $83, also $8,300 für den Straddle. Jetzt würde natürlich jeder sagen, hey super, dann mache ich doch ab sofort nur noch Straddles, kriege ich doch viel, viel mehr Geld. Ne? Aber Obacht, was wir uns natürlich auch anschauen müssen, sind die sogenannten Break-Even-Punkte. Das heißt, wo würde denn dieser Trade theoretisch ins Minus laufen? Warum theoretisch? Weil diese ganzen P&L-Diagramme natürlich immer nur Momentaufnahmen sind. Ne? Das ist immer nur dargestellt, wo hast du einen Gewinn, wo hast du einen Verlust am Ende der Laufzeit. Und zwischendurch kann das durch Volatilitätsveränderungen und so weiter ganz anders ausschauen. Aber von der Grundidee ist natürlich immer wichtig, dass man sich mal das Auszahlungsprofil anschaut. So, und da seht ihr jetzt hier gravierende Unterschiede. Wir haben hier auf der einen Seite im Short Strangle oben einen Break-Even auf der Oberseite von 3039, dagegen beim Straddle nur 2998. Ihr seht, das sind ungefähr 40 Punkte Unterschied. Ne? Das heißt, der S&P dürfte 40 Punkte weiter steigen und du würdest mit dem Strangle immer noch Geld verdienen, wohingegen der Straddle schon im Minus wäre. Auf der Unterseite wird das Ganze noch gravierender, nämlich während der Short Straddle bereits bei 2832 ins Minus läuft, läuft eben der Strangle erst bei 2696 ins Minus. Und ihr seht hier, auf der Oberseite sind es gerade mal 40 Punkte Unterschied. Ne? Durch den Skew und dadurch, dass hier unten die Prämie so viel höher war im Strangle, rennt das enorm nach unten. Das heißt, wir haben hier einen Unterschied von über 130 Punkten, die der Preis mehr fallen könnte, um am Auszahlung, also am Verfallstag, immer noch ein positives Ergebnis zu haben. Das heißt, wenn der mal angenommen bei 2696 endet, am Ende der Laufzeit hat der Short Strangle immer noch Geld verdient. Der Short Straddle ist dann aber bereits über 130 Punkte minus, ganz genau sind es 136 Punkte. Das heißt, wenn wir das jetzt mal 100 nehmen, im großen S&P oder im Index beispielsweise, dann reden wir über $13,000, die da dann schon mehr im Minus ist. So, das heißt, was sehen wir jetzt erstmal? Auf der einen Seite bekommen wir mit einem Short Straddle deutlich höhere Prämieneinnahmen. Ja, das ist gewaltig hier. Das ist, kann man ja sagen, fast das Fünffache. Das Fünffache an Prämie. 50, 3 mal 5, 15, 75. Ja, also ein bisschen 5, mehr Prämie, die man hat. Aber der Nachteil, der vermeintlich oder der einfach, was heißt das Nachteil? So ist es halt einfach in dieser Strategie, dass die Break-Even-Punkte natürlich viel, viel enger am Preis liegen als bei dem Short Straddle, den man ja von Beginn an weiter auseinander wählt. Jetzt wissen wir also schon mal, worauf wir so ein bisschen achten können und worauf sich jeder auch ausrichten kann. Geht es mir um Prämieneinnahme, höhere Prämien, bietet sich der Short Straddle an, mit dem Risiko, dass ich eher ins Minus komme. Sagt jemand, mir ist es wichtiger, relativ sichere Prämieneinnahmen zu haben, die also auch am Verfallstag mit großer Wahrscheinlichkeit nicht im Minus landen, dann ist der Short Strangle für ihn besser geeignet. Das bezahlt er dann allerdings mit einer deutlich geringeren Prämieneinnahme. Und das bedeutet natürlich auch, dass man hier auch ein bisschen nach der Kontogröße gehen muss. Ne? Also für wen sind dann wann Straddles geeignet, Strangles geeignet? Das ist, man kann nicht pauschal sagen, das ist besser oder das. Sonst kommt immer darauf an, was habe ich für eine Erwartungshaltung. Jetzt haben wir bislang nur theoretisch darüber gesprochen. Und was heißt, das sind ja schon konkrete Zahlen, aber wir haben trotzdem nur darüber gesprochen, was ist am Ende des Tages. Im nächsten Video schauen wir uns dann an, was macht die Volatilität? Also wohin läuft dann die Volatilität? Was muss in der Volatilität passieren, damit der eine Trade oder der andere Trade davon profitiert? Und da holen wir uns dann auch nochmal den Long Straddle wieder zurück. Okay, also machen wir nochmal Long Straddle, Short Straddle und Short Strangle. So, in diesem Sinne, das war's für heute. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich sehe, dass ganz, ganz viele neue Leute immer hier dazukommen. Ne? Das merke ich auch an den Kommentaren. Ich merke das auch an den E-Mails, die ich bekomme. Und das finde ich eine ganz tolle Sache, weil ich halt nach wie vor Optionshandel für eine der genialsten Möglichkeiten, auf lange Sicht gutes Geld zu verdienen. Auch gerade für jemanden, der das Ganze nicht hauptberuflich macht, sondern der das nebenbei macht. Es gibt viele Möglichkeiten. Ne? Also das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was man machen kann. Ihr müsst auch nicht alles beherrschen, sondern sucht euch das raus, pickt euch das heraus, was euch am besten
besten da gefällt. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, nochmal hier wieder mit dem dritten Video. Und ansonsten jede Woche 3 Videos hier auf diesem Kanal. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.